So, komm. Komm, brennt ihn weg. Ein Skorpionhorn. Ein Kriegshammer, den nehme ich. Dann nimm ihn. Aua. Und schlag damit Leute. Solange es nur deine eigenen Bewohner sind, ist alles okay. Nee, die sollten safe sein. Sieg! Dam, 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 dam. Nein, mit Zelda bin ich noch nicht durch. Ich habe 3 Tempel gemacht und dann irgendwie, ja, andere Spiele gehabt. Ich wollte es jetzt mal innerhalb von den, sagen wir mal, Let's Plays, die ich hier mache. Ui, das ging ja schon hier einiges weg. Nochmal neu angehen, weil ich glaube, ich habe das seit über ein Jahr nicht mehr gespielt. So. 1, 2, 3, 1, 2, 3 müsste passen. Und deswegen, ja. So, jetzt habe ich die magische Zahl von 100 Lebenspunkten erreicht. Harry hat noch geschrieben, gut, ich habe schon 305 Stunden und erst 58%. So. Oh. Gut, alles wieder hergerichtet, dann will ich aber auch einen Kriegshammer jetzt. Ah, oh, da brauche ich 3. Na gut, kann man erledigen. 3, was? Skorpion. Hörner. Na gut. So, schmeiß ich. Ariel hat geschrieben, die Mauer habe ich auch gebaut und gleich wieder abgerissen. Kann man machen, muss man aber nicht. Na, kleiner Tipp, Ari hier hat das Spiel, glaube ich, du hast es wahrscheinlich schon durch, oder? Echt? Also jedenfalls meine Tipps hole ich von Ari hier. Ah. How to play this game. Hast Hunger? Stimmt, ich wollte eigentlich was zu essen holen, jetzt fällt es mir ein. Guter Tipp, ich hätte es jetzt echt wieder vergessen. Ari hat geschrieben, nee, die letzte Welt fehlt mir noch. Die ist echt grottenschwer, da an Essen oder überhaupt Material zu kommen. Oha. Oh Gott, da mal magst du den Mut. Ja gut. Aber gut, bei meinem jetzigen Tempo, ja, da dauert es noch eine Weile, bis ich da rankomme. Ja. So, sollte halbwegs reichen. So, weil wir brauchen ja passende Skorpione. Ich glaube, die werden nicht den Skorpionhorn bringen, den ich will. Aber die Eisernen, also die, wo so eisern sind, klingt logisch, oder? Die werden. Na gut. Ah, da haben wir die anderen Golems. Mal schauen, wie gesagt, wie die letzte Welt wird, aber hm. Ich sollte mich erstmal hier auf die zweite Welt freuen. Böser Hasi. Oh, Fleisch. So. Gut, kurze Pause mal. Ich hoffe mal, es macht mal kurz Pause, Spiel. Ich pause nach. Okay. Ich dachte nur, du hast auf der Handy. Du wolltest doch Uhrzeit wissen. Naja, egal. Ah. So. Echt? Die Uhrzeit habe ich hier auf dem iPad. Ich meinte nur, ob es Zeit für dich ist. Ja, dann gehst du auch morgen schon wieder arbeiten.
Ja, eigentlich schon. Ich warte auf dir. Ich wollte noch mit dir das machen. Das eine. So. Du Freundle, ich habe gerade echt keinen Bock auf dir. So. Das heißt eigentlich, ich muss morgen leider wieder auf die Arbeit. Ja, ja. Ansonsten nicht. Ha, da haben wir schon mal ein. Noch einen. Nee, so klein bin ich nicht mehr. Man kann die Jüngste sagen, aber nicht mehr die Kleinste. Nee, sie ist 2 Zentimeter größer als ich. Das ist deprimierend für mich. Eigentlich aus der ganzen, fast ganzen Familie bin ich jetzt mittlerweile die Größte. Die Kleine. 2 Zentimeter. Aber größer. Die Jüngste ist fast die Größte, ja. Ich werde es immer noch nicht vergessen. 2 Zentimeter. Gut, ich hoffe, mein Spiel pausiert hier. Die zählen. Ja. Schalte ich mal kurz auf den Pre-Stream, weil ich muss kurz was mit ihr klären. Ja. Dann komme ich gleich in 15 Minuten wahrscheinlich wieder. Ich sag mal, bis gleich. Eine kurze Pause, würde man sagen. Ja. So, da sind wir wieder da. Dann schalte ich mal jetzt auch auf den Game um. Kannst du mal kurz drüben schauen, ob es umschalten hat geklappt. Ja. Ich hoffe, es hat nicht zu lange gedauert. Musste nur trotzdem mal schnell geklärt werden. Also ist dein kleiner Bruder auch nicht mehr so klein. Ah, ja. So, mein Freund, der Skorpion, du bist tot. Toter Skorpion. Ja. Ah, da haben wir anscheinend das gleiche Problem. Die kleine nicht mehr so kleine Schwester und du hast wahrscheinlich den kleinen nicht mehr so kleinen Bruder. Ja. Wieso kann der in Wasser laufen? Cheating! Blöder Skorpion. Egal. Ich denke, wir werden noch auf einem Block sein. Genau den einen einzigen Block. Naja. Also es gibt 2 Möglichkeiten. Entweder man wird einfach je später man geboren wurde, wird man immer größer. Ja, die heutige Generation, die werden auch immer größer. Oder wir, die spätere Generation, weil ich sag's mal so, ich bin jetzt 28, wir schrumpfen. Und ich hoffe nicht, es ist Letzteres. Weil ich will nicht eingehen. Ich muss auch sagen, aus meiner Klasse, ja, ich bin noch in der Lehre. Man kann erraten, wie alt ich bin. 12. Ja, danke. Nee. War nur geraten. Aber ich muss sagen, ich bin jetzt nicht gerade unbedingt die Größte. Ich bin so im Mittelfeld noch fast schon mehr die Kleinste. So. Ich war immer mit eigentlich mehr zu den Kleineren zugehörig, aber naja. Ich bin halt ein Extrat. Extrat? Ja. Okay. Oder Extrakt? Ja. Extrakt? Jetzt wird's wirklich komisch, was zu sagen. Du weißt, was ich meine. Nein, erklär's. Jetzt ist später überhaupt. Ich soll eigentlich schon längst im Bett sein. Wie gesagt, ich beeil mich. Ups, da wollte ich ja nicht ganz hin. Warte mal. Oh, ich bin mir gerade unsicher, wo der Hammer gemacht wird. Doch, da, hier, der Kriegshammer. Geist, bleib draußen. Tschüss, Geist. So, dann lege ich mich jetzt mal kurz hin. Gute Nacht. Nächster Tag. Neues Glück. So, natürlich nur... Ja, schön, dieser Raum gehört Teron. Das stimmt. Ich will nur die Ausrüstung ändern. Aufräumen, indem ich das raushaue. Eigentlich wollte ich es raushauen. Ablegen. Wegwerfen. Und tschüss. Ich
Ja, mir fehlt hier der Kriegshammer noch. Das will ich auch wegwerfen. So, könnt ihr alles euch drum streiten. Ich muss wahrscheinlich zur Truhe. Verdammt, verdammt. Mann, hast du viel. Ja, das ist Minecraft viel. Na, da hat man aber noch mehr. Verdammt, das ist jetzt peinlich, dass ich den Kriegshammer nicht finde. Mhm. Baupläne. Hast du ihn vielleicht schon ausgerüstet? Stahlschwert, Riesenhammer, Eisenhammer. Vielleicht ging's auch nicht. Game? Ja. Verarsch mich nicht. Ich habe schwer für diesen Hammer geschuftet. Habe ich im Notfall auch aus Versehen weggeworfen? Nee, ich habe hier nur Knubbel. Ja. Ja, da haben wir Truhen und Erde. Gott, das... ich werd gerade, glaube ich, gerade wahnsinnig. Ich sehe noch nicht. Okay, schau mal in Ruhe nochmal nach. Hier haben wir... Wie ist das der? Ja, das scheint der zu sein. Ja, da ist er. Oh. Zum Glück, ich dachte schon, ich... Ah, der ist auch sogar extra da. Kriegshammer, auf ins Gefecht. Da hast du, ja. Deine Leistungen auf dem Schlachtfeld waren bewundernswert, Theron. Du hast kurzen Prozess mit den Streitkräften des Golems gemacht. Ich sagte eine Viertelstunde. Wo sagte ich eine Viertelstunde nochmal? 10 Minuten, Viertelstunde. Naja, hat sich gut schnell geklärt. Hat sich schnell geklärt. Ich habe jetzt echt ein Kurzzeitgedächtnis. War das jetzt auf die Pause bezogen? Ja, 10 Minuten, Viertelstunde hast du gesagt. Verdammt. Tja. Hat sich trotzdem schnell geklärt. Sorry. Tut mir leid dann. Also dann muss ich echt sagen, das ist meine Schuld. Vielleicht schiebe ich es auf meine kleine Schwester ab, vielleicht nicht, ich weiß noch nicht. Ja, immer auf die Kehr. Ich entschuldige mich ganz von Herzen, ja. Trotzdem, die Schlacht haben wir vielleicht gewonnen, den Krieg aber noch nicht. Der Golem steht noch aus, also du hast da hier noch, kannst noch zuschauen. Ein weiteres Bataillon, der Bestie nähert sich rasch. Theron, bist du bereit für einen weiteren Kampf? Die Männer und Frauen, die vor den Streitkräften des Drachenfürsten in die Burg geflohen sind, fielen übereinander her und richteten ein entsetzliches, sinnloses Blutbad an. Bei diesem Anblick wurde dem Golem zweifelsohne bewusst, dass die größte Bedrohung für die Stadt, zu deren Schutz er gebaut worden war, die Menschen selbst darstellten. Und nun hat sich die Menschheit ein weiteres Mal aus der Asche erhoben. Das wachsame Auge des Golems hat die Mauern und Türme, die wir auf diesem Land errichtet haben, sicherlich bereits bemerkt. Ja, wie gesagt, sorry, ich habe mich da auch beeilt, das zu klären, anscheinend etwas zu sehr beeilt, sodass es innerhalb von ein paar Minuten schon fertig war. Wie gesagt, ich entschuldige mich. Immerhin bist du frisch geduscht. Ja, kannst du frisch geduscht später ins Bett gehen. Ich weiß nicht, ob das jetzt gut war oder schlecht. Ich auch nicht. Ich meine, dafür hat er was verpasst. Aber wie gesagt, der Golem steht noch nicht aus. Viel. Und er wird zweifellos zum selben Schluss kommen wie bereits zuvor, dass die Menschen, die hier leben, zum Schutz der Candlins vernichtet werden müssen. Warum ich hier bleibe? Warum ich nicht sofort Reis ausgenommen habe, als ich erfuhr, welche Bedrohung sich dieser Stadt gegenübersteht? Ich wusste in den Augenblick, als ich hier eintraf, ganz genau,
in welcher Gefahr die Stadt schwebt. Ich hatte vor, bei der ersten Gelegenheit zu verschwinden, aber je mehr Zeit ich mit dir und Pilly und allen anderen Bürgern außer Roy von Candlin verbrachte, desto mehr dämmerte es mir, wie sehr ich es genieße, unter Mitmenschen zu leben. Darum bitte ich dich, inständig, Theron. Dränge die Monsterhorden zurück, besiege den Golem und beschütze unser Zuhause, nicht nur um unseren Willen, sondern auch zum Wohle der ganzen Menschheit. Oh, kommt jetzt der Golem! Auf in den Kampf! Okay, noch kein Golem in Sicht. Kriegsgeschrei! Oder Feuerbrunst! Das klappt ja hier ganz gut diesmal. Hier wird nicht. Ah, einer, der es checkt, dass er außen rumlaufen kann. Erwin schreibt, nee, immer noch kein Golem. Wenn der Golem kommt, wirst du es merken. Weil alles kaputt geht, oder was? Ein Schlag und alles weg, oder was? Na, es hieß ja, so wie ich gebaut habe, wird die halbe Stadt kaputt gehen. Ich bin mal gespannt einfach. Ich stelle es mir so vor, Riesenhammer einmal draufkauen und halt die Hälfte von der Stadt weg. Na, ich glaube, der wird keinen Hammer haben, aber halt so dicke, steinige Fäuste. Ja, und damit auf die schlagen, auf die Erde und einmal so. Monster so wurden besiegt, Teil 1, jetzt kommt Teil 2, die hat einen mehr. So. Hunde! Ich will die von Golem aufheben. Ja, dann kann ich damit auch powern? Yay! Jetzt muss ich noch treffen. Ja, wäre sinnvoll. Harry hat geschrieben, kaputt nicht oder vielleicht doch, aber es wird auf jeden Fall einiges verschwinden. Also alles, was nicht in der Sicht der Stadt ist. Das habe ich dir aber schon mal gesagt. Ich habe es für eine Übertreibung gehalten, aber ich ahne, es war nicht so. So, jetzt fehlt noch ein Monster. Oh, du wieder. So, immer schön hämmern. Hämmer, 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 hämmer. Das klappt im Moment ganz gut. Immer drauf damit. Ja. Oh, jetzt geht er gegen mir. So ein bisschen Heilung brauche ich ja schon, sonst gehe ich ja drauf. Ja, wäre nicht verkehrt. So. Die Monster wurden besiegt. Yay. Hast du es geschafft. So, war das Runde Nummer 3 jetzt? Ja. Oh Gott. So. So, jetzt bin ich bei 105. Oh, das Symbol ist jetzt anders. Kommt jetzt der Golem? Ich muss mein Schild erneuern. Mach das mal lieber. Stahlschild. So, ein Ausrüstungsball. Ja, ich weiß jetzt mittlerweile, wo der ist. Mhm. So, Ausrüstung. Ausrüsten. Nur zum Tipp, wo du nicht da warst, haben wir das den Hammer gesucht. Ein Kriegshammer war es? Ja, das war der Kriegshammer. Genau. Den haben wir dann auch gebaut und ja, gesucht, weil ich ihn nicht wusste, wo er ist. Ja, haben wir nur gesucht. Oh. Ich fürchte mich davor. Ja, ich werde jetzt kommt er, jetzt. Eine unglaubliche Leistung. Du hast es diesen Störenfrieden gezeigt. Theron, mein Junge, jetzt begreife ich es. Oder vielleicht habe ich es tief im Herzen immer gewusst. Der Schurke, der über die Monster in diesem Land herrschte, ist niemand anderes als derselbe Golem, der einst über Candlin wachte.
Nein, geh duschen! Das war nicht. Also duschen muss man trotzdem noch. Oder stattdessen baden geht auch, falls du eine Badewanne hast. Ist entspannter. Ja, findest du entspannter. Es ist nicht so schlimm. Das war meistens eh langweilig. Du hast nichts Elementares verpasst. Ich wollte es mir einfach nicht eingestehen, dass eine Schöpfung, deren Zweck es war, die Menschen zu schützen, sich stattdessen gegen sie wenden könnte. Teron, wenn du diesen Golem vernichten kannst, dann wird die Finsternis vertrieben und das Licht wird nach Kentlin zurückkehren. Doch bevor du diese Herausforderung annimmst, solltest du dir einen Vorrat an knalligen Kugeln und Kentlin-Schilden anlegen. Ich höre nicht drauf. Unsere letzte Schlacht steht unmittelbar bevor. Jetzt wird es entschieden, ob Kentlin den Monstern oder den Menschen gehört. Teron, mein Junge, bist du bereit, in den Kampf zu ziehen? Mein Buu. Teron, mein Buu. Bist du bereit? Teron, ich habe gehört, dass La Roche zu dir gesagt hat. Wie es scheint, habe ich mich getäuscht. La Roche. Und ich lieben beide diese Stadt. In solchen Situationen fallen mir immer die weisen Worte der kleinen Pilli ein. Sie sagt es so oft, dass es eine Art Leitspruch für Kentlin geworden ist. Ich will einfach nur eine Stadt bauen, in der wir alle friedlich miteinander leben können. Alles Weitere überlasse ich dir, Teron. Beschütze unsere Stadt und sorge dafür, dass wir wieder alle friedlich miteinander leben können. Oh, bist du für den Golem oder für mir? Das ist jetzt eine elementare Frage. Golem, Golem, Golem. Sag mal, wollt ihr... Ach du Scheiße. Ja, ich würde nur sagen Golem. Ihr seid alle für den Golem? Golem, Golem. Sogar lila Herzchen. Ach du grüne Neune. Ja, Golem würde ich mal sagen. Ihr seid alle für den Golem. Ich finde das unfair. Er stimmt mir zu. Nein. Ich werde ihn. Wäre die Felsbrung mit dem Kentlin-Schild ab. Ja, es verschwindet dort um einiges. Hast recht. Ja. Nein. Aber ich... Das ist nicht mein Zimmer! Nein, jetzt reparierst du nicht dein Zimmer. Ja. Verdammt! Zum Glück habe ich einen separaten Speicherstand angelegt. Ja, zum Glück. Ist mir... Okay, das brauche ich jetzt. Die Grillküche wurde zerlegt, würde ich mal sagen. Alles wurde zerlegt hier. Avery hat geschrieben, gefällt mir. Vielleicht mehr Kentlin-Schilde, Erklärung, warum ich das einmal drumherum gebaut habe. Glaubt keiner auf. Oder? Ha, der ging durch! So. Ja, jetzt will ich halt nicht setzen. So. Aber das macht ja keinen Schaden. Nicht unbedingt. Vielleicht sitzt das falsch oder keine Ahnung. Also bisher hat ein Zimmer überlebt, oder? Okay. Ja, jetzt nicht mehr. Ja, jetzt sind alle Zimmer down. Ja. Oder warte, doch, eins hat überlebt. Nee, das ist auch kaputt. So, weil ich weiß gar nicht, wie ich denen jetzt Schaden zufügen soll. Irgendwie muss bestimmt vor Lachen vom Bildschirm hocken. Ja, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Hier, stehe ich. Null Schaden. Ja, null Schaden. Wow. Weil dann muss ich die Felsbrocken vielleicht hier
Schaden zu fügen. Die töten mich wahrscheinlich eher. Jo, hast du mich hier gerade überrollt? Hungerst. Fair. Ja, gutes Argument, ich verhungere. Was mir gerade so aufhört. Hast du Brot? Ich schau mal kurz herein. Weil es mitten im Kampf. Ja, ich schau mal kurz. Ich esse mal schnell was. Warte mal kurz. Ey, ich mache einen Snack hier. Ich sehe uns nach dem Mittagessen. Nee, einmal so im Kampf hergegangen. Jo, tschüss, es ist 12 Uhr. Ich esse mal kurz was. Mittagszeit, bis später. So, ja, da haben wir hier noch. Erstmal ein Happen essen hier. Ja. Also du hattest recht. Eure gefällt das. Ah, da habe ich ja noch einen Lebenssamen. Nimm ich auch. So. Fleisch haben wir noch, wie noch mit Braten können wir es jetzt lassen. Setzen wir mal davor die Bombe oder vielleicht dahinter? Okay. Ja. Das wird wohl jetzt anders. Vielleicht mal dahinter oder so? Ich bin so verwirrt. Der Felsbrock macht mir keinen Schaden. Ich meine. Ah. Sei doch froh. Warte mal. Habe ich irgendwo noch ein Candlin-Schild? Ich meine, das eine ist ja kaputt gegangen. Klar, aber. Kann man irgendwo einfach das Zeug mal fallen lassen? Gegenstände. Jo, wegwerfen. Haha. Ich bin der Meinung, das müsste dann doch auch auftauchen, so als etwas, das. Ach nee, nee. Das war ja außerhalb der Stadt. Und deswegen wurde es mit wegteleportiert. Ja. Gott. Also speichern kann ich jetzt auch nicht. Ergo, ich bin komplett verloren. Ja. Ja. Viel Spaß. Ja, ich habe einen Hammer. Ich werde ihn benutzen. Hast du es zerstört jetzt? Weiß ich nicht. Man kann raten jetzt, ob ich das geschafft habe. Okay, nee, das war ein Hitzkopf. So. Ich würde sagen, ja, ich hab's zerstört. Er macht lieber immer noch keinen Schaden. Entschuldigung. Ja, ich kassiere Schaden. Also ich glaube, das kann ich hier jetzt wirklich aufgeben. Also Ari hat geschrieben, die Cannon-Schilder wehren seine Attacken ab. Und dann kannst du ihn besiegen. Ja, es erscheint mir auch logisch. Auch logisch, dass ich jetzt hier voll verkackt habe. Ja. Ich meine, ich kann sogar seine Attacken abwehren. Es zählt halt nur nicht. Es muss mein Candlin-Schild sein. Ja, ist jetzt halt so. Gut, was lernen wir draus? Wir brauchen Candlin-Schilder. Ja. Unbedingt. Viele. Viele. Sehr viele.